hoffe ja, dass es kommt, aber. Jede Runde beginnt ein Pflichtansatz. Small Blind, ja, ja, ja. Spieler links, wo kann ich über die Hälfte des Minis ansetzen. Okay. Poker sollte ich eigentlich kennen. Spiel links vom Blau ist vorne mit dem Blickband zahlen, weiß ich auch. Pflichtansatz ist hoch für den Mindestansatz, weiß ich auch. Okay. Oh, ist Texas Hold'em. Ist Texas Hold'em. Der geht mit auf 2. Wir haben 100 Chips am Start. Oh, ich glaube, sowas kann dauern. Egal, wir spielen eine Runde Poker, was soll's. Hätte ich dran denken können. So. Ich glaube, wir überspringen die Hilfe hier mal. So. 5, 5 und 7 auf dem Tisch. Und wir haben 8 und 7. Naja, ja, ein 7er Pärchen ist jetzt nicht so der Knaller, ne? Pot schon relativ hoch am Start. Ne, da bin ich raus. Well, that's interesting. I'm out. I'm out. Come on. You're clean now. I'm going to talk to the law about those strangers I saw out by Green Hollow. So, okay, was haben wir denn hier? Eine Ass und eine 8, aber ist es noch nichts auf dem Tisch, ne? Ja, wir gehen natürlich erstmal mit. Okay. And I'll raise you. Oh Gott, wollt ihr wirklich Poker spielen am Geburtstag? Ich kann nur Blackjack Poker, habe ich einen Plan von, okay? Immer noch. Ja, komm, gehen wir wieder mit. Now we got ourselves a game. Wollt ihr mich verarschen? Ihr schmeißt. Ich wollte gerade sagen, ey, wie viel wollt ihr eigentlich schmeißen hier gerade? Vor dem Flop. Okay, was ist auf dem Tisch? 8, 7 und. Ja, okay, ich habe zumindest schon mal eine 8 getroffen. Ja. Na komm, wir gehen mal mit. Call you. That ain't the cards, it's how you play it. Poker ist geil, ja, aber für einen Geburtstag weiß nicht. Aber gut, müsst ihr wissen. was liegt auf dem Tisch? Noch ein. Oh Gott, noch ein Bube. Wenn jetzt jemand einen Bube getroffen hat, wäre schon scheiße, ne? Und ich habe halt einfach wieder mal nur dieses verdammte Achterpärchen. Ach. Ja, komm, wir riskieren. Ich werde ein bisschen riskieren, weil sonst geht die Runde vielleicht ewig und das muss ja auch nicht sein. Jetzt setzt der 30. Ist das dein Ernst? Okay, nee, da geht. Nee. Gewinnt ja mal eben 100. Ass 10. Gucken, ob die wieder so viel vor dem Flop setzen. Poker ist auf dem Geburtstag, das ist gut. Ich bin da nicht so der Freund von, keine Ahnung. Aber gut, wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Der blufft. Ja, es könnte sein, dass er blufft, ich weiß es nicht. Aber mit einem paar Achter, naja. Was liegt auf dem Tisch? 2, 5 und König, das ist doch so ein Mist. Wobei, Moment mal. Ist riskant, ne? Ich guck mal. Ja, ja. Zwei Kreuze in der Mitte, genau deswegen, ja. Genau deswegen. Ich hoffe halt, dass noch was kommt. Ja, komm, wir erhöhen mal auf 10. Nee. Okay, die sind rausgegangen. Die sind rausgegangen. Ja, ich hätte jetzt auf dem River lacken müssen, genau. Die sind raus. Also insofern habe ich ein paar wiederbekommen.
9 und eine Dame. Gehen wir mal mit. Think I'm gonna call. Ja, schon mal eine Dame getroffen. Ansonsten nix, ne? Egal. Wir setzen direkt mal 5 wieder. Sure, I'll gamble. Ja, nächste schon raus. 6. Ach komm. Paar Dame, was soll's? Ist jetzt wieder 5. Ja, es bleibt bei der Dame. Ja, Olli nicht unbedingt. Wir setzen. Komm, wir tun mal so, als hätten wir richtig was Gutes. 15. Erhöht. Ah, okay. Boah, wenn ich das jetzt mache. Komm, ich geh mit. Dame Pärchen, was hat er? Er hat ein Königspärchen, ey. You can't win them all. Oh, okay, dann bin ich auch schon fast tot. Let's get another hand going. Ja, ich bin mutig. Aber ich will auch nicht ewig dieses Spiel spielen. Das nimmt zu viel Zeit in Anspruch. Wenn man will auch, ich will ja auch in dem Spiel weiterkommen. 10-6, wow. Zwei Könige auf dem Tisch. Toll, weißt du, jetzt zwei Könige auf dem Tisch, ey. Und ich hab nix, ne? Doch, ich hab die 6. Ja, was bringt? Ja, okay, komm, ich kann checken. I'm gonna check. Look at you all pleased with your cards. Jetzt müsste ich setzen. Ja. Mit einer 6. Well, that contract was a phony. Das ist totaler Rotz. I'm done. Er gewinnt schon wieder, ey. Der Clyde Garrison gewinnt alles. Mr. Garrison gewinnt hier. Alrighty, boys. I wish you all luck. Kann man eigentlich sehen, wie viel die anderen noch haben? Das würde mich mal interessieren. Weil ich sehe irgendwie nur das, was ich habe an Chips. Und irgendwie hat hier jeder die gleichen Stapel auf dem Tisch, auch wenn man unterschiedlich viel haben muss. Kannst du dich einfach auf den Tisch aufstehen? Ja, doch, kann ich schon, aber dann will ich wenigstens verlieren. 8-7? Wow. I'll call that. Your choice, my friend. 5-6-7-8. That's what I see. Ja, komm, ey, ich riskiere ein bisschen. Schlimmstenfalls bin ich gleich raus. Na, warum denn ein Ass? Sorry, buddy. Doch nicht jetzt. Oh. Ich brauche einen 9. Du spielst auch alles, wa? Ich bräuchte nur noch eine verdammte Karte, aber natürlich kommt ein Ass. Bin ich wahrscheinlich gleich eh all in. Also, ja, es kommt eine Dame. GG. Ja. Komm, ich check. Der Ass hoch. Also. Er hat wieder ein Königspärchen. Warum haben die eigentlich andauernd Königspärchen? Er hat ein Fünferpärchen. Jetzt habe ich noch 7. Damit spiele ich mir jetzt noch hoch. Also eigentlich kann ich jetzt eh nur noch Rolle gehen. I knew it. I just plumb knew it. Ja gut, ich sehe ja nichts, ne? Komm, ich will wenigstens den Flop sehen. Natürlich wird erhöht. Natürlich wird erhöht. Okay. Mit meinen tollen 3 Chips. Irgendwas getroffen? Natürlich nicht. Ja, GG, das war's. Was? Die sind raus? All in mit 3? Ich gewinne? Das ist ja lächerlich. Drei, ja, all in mit 3, das haben die schon, da Tasse, ne, also. Das ist so bescheuert.
I'm calling. Das ist so bescheuert, ey. Now we got ourselves a game. Ach komm. So. I'm feeling lucky. Well, I might as well. König, Bube, 3. I thought I had it. Noch ein Bube. Das war's. Zwei Pärchen. Ja, aber zwei Pärchen, was? Echt? You can't win them all. Aber, Moment. Looks like you've cleaned me out. Hä? Da war doch gerade ein falscher Text drunter, oder? Da stand, du hast zwei Pärchen, aber ich hatte doch keine zwei Pärchen. Okay, und er. Erstmal niesen. Hast du gesehen, dass ich gerade automatisch losgerannt bin? Du hast den feinen Anzug entdeckt. Mit ihm kannst du beim Poker betrügen, was? Ist das euer Ernst? Ach so, deswegen, ja, okay. Den Anzug gucke ich mir mal an. Gott. Moment, hier. Nee, Behälter. Doch, war ein Behälter, ne? Nee, war nicht im Behälter. Hier ist einfach nur Munition für Revolver. Warte mal, wo war die Kleidung hier? Ach so, hier, Outfit wechseln, genau. So, mal gucken. Dabei kann man einfach nur hohe Einsätze spielen. Aber ich glaube, wir haben den noch nicht. Wir haben, glaube ich, nur, oder doch? Nee, wir haben den noch nicht. Wir haben nur eine Runde gespielt, glaube ich. Was irgendwie eine Voraussetzung war, schätze ich mal. Keine Ahnung, egal. Von diesem Outfit sehe ich nichts. Wir machen mal weiter. Let's go. Nee, ich weiß nicht. An und für sich finde ich Poker nicht schlecht, aber ich bin nicht der Geduldsmensch dafür. Mich nervt sowas. Mir dauern die Runden zu lange und dann spiele ich riskant. Ist nicht mein Fall. Ach, jetzt ist ja... Stimmt. Wir haben jetzt natürlich die ganze Zeit verspielt. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich erstmal wieder eine Rast machen. Um die Zeit vorzuspulen. Ja, das nervt mich irgendwie so ein bisschen. Ich habe zum Beispiel, also keine Ahnung, wenn eine Runde länger als eine Stunde dauert, habe ich schon keine Lust mehr. Klingt doof, aber ist so. Und das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass eine Runde länger als eine Stunde dauert. Deswegen ist das Spiel so gesehen nichts für mich, weil ich habe nicht die Geduld dafür, so ein Spiel so lange zu spielen. Und dann hau ich halt irgendwann einfach rein und ja. So, mal eben hier abstellen. Und dann gehen wir mal zur nächsten Mission. Machen wir mal weiter. Wilde Pferde, gezähmte Leidenschaften. Well, hello, Mr. Marston. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine, thank you. Did you meet my father? John Marston, this is my father, Drew McFarlane. Pleasure to meet you, Mr. Marston. Please. So, my daughter informs me that you're here on some secret mission to remove some undesirables from the county. Something like that. I'm grateful for the hospitality, sir. Well, you know, we've lived here for 30 years now. Came here from the east. The land had never been settled. For 10 years, we fought the Indians. Tough men. And we had outlaws, and we had drought, and we had smallpox, terrible winters, cholera. I buried more of my children than I raised. Sorry to hear that, sir. I've seen strong men wither and die under that unforgiving sun. That whole herd of cattle take sick and die. But I've never once doubted my life here. No, sir. When I hear about this so-called federal government sending out agents to covertly murder and control people, then I start to worry.
I mean, yeah, all right, Williamson is a menace, and men like him are the plague. But isn't a government agent a worse menace than all that symbolizes, I mean? You may be right, sir. Well, you're a brave man. You're always going to be welcome here. But you tell your friends out east that we don't want to live like that out here. Sneaking around and spying and secret missions. It's preposterous. Trust me, sir. I agree with you. Good. Well, we won't insult you any further. Come on, Bonnie, we got things to do. Mr. Marston, do you want to join us? It's Daddy's favorite pastime. Apart from political discourse, that is. What is? Breaking in horses. Come on. I hear you're a pretty decent rider. For a city dweller, that is. You're gonna need this, Mr. Marston. Let's see if we can put that new lasso of yours to good use. That ranch hand said there's a pack of wild horses nearby. Come on, let's get after it. So, okay, los geht's. Er reitet auch mit. Some interesting theories on what the government's doing, sir. Ain't theories, Mr. Marston. I saw the telegram Marshall got from Blackwater. Ain't exactly a state secret who sent you. Well, is he wrong? I saw those men from the train. The government can go to hell if you ask me. Those sons of bitches would steal a coin off a dead man's eyes. Mr. Marston! He's right. Now, I don't know much about politics. Please, Paul, can we just enjoy the ride? I know we're only as free as they say we are. Power's like a drink. The more you have, the more you want. And there's few men who can handle it. Ein Drink wird mit Whisky übersetzt. Das ist auch gut. I ain't gonna argue with that, Miss McFarland. So, Herde ansehen. Ah ja, dort ist die Herde. Mach das Lasso bereit, jawohl. Komm, hol das Lasso raus. Wir nehmen mal hier den. Nein. Oh Gott, das war ja mal gar nichts. Hinterher. Wir spielen Cowboy und Indianer. Hier gibt es doch. Jetzt gibt's Auto-Aim, okay. Moment. Ist das Ding wieder frei? Ey! Frechheit! Na gut. Probieren wir es nochmal. Das muss ich, glaube ich. Ah ja. So, jetzt müssen wir das. Ja, okay. Ausbalancieren. Das kriegen wir hin, denke ich. Ei. Ein bisschen Rodeo hier. Oi. Das Vieh geht ab. Ganz ruhig. Ruhig, Brauner. Ja, ist ja tatsächlich Brauner. So. Steig auf dein Pferd. Okay, das mache ich. Jetzt steht das hier rum. Er nimmt das jetzt. Okay, dann nehme ich mal meins wieder. Mein zweites Pferd. Come on. Achso, jetzt sollen wir noch einen erwischen, alles klar. Fangen wir noch ein Pferd ein. Haben wir das? Ja, das haben wir, ne? Oh, ich werde geblockt. Das blockt mich. So, rauf da. Und wieder.
kleine Runde Rodeo. Come on. Come on. Near the guy. Bullen reiten hier. Eieiei. Ganz ruhig. Relax now. Tut dir doch keiner was. Also ich meine, klar, wer mit mir reitet, ist, welches Pferd auch immer mit mir reitet, ist gefährdet, nämlich erschossen zu werden. Aber das ist doch für einen guten Zweck. So. Haben wir. Wir sollen hier wieder folgen. Machen wir glatt. I like your father. I'm glad. He's quite a character. You have a good life here. A life I want. For me and my family, I mean. We don't have a lot anymore. You have enough. It's one that gets so many folks in trouble. It'll sap your spirit and make you poor. But it's straight. And it's decent. There's no better night's sleep than after an honest day's work. It's no wonder you look so tired, then. Some deck must be shy of Joker, Miss McFarlane. Who'd have thought you'd be such a natural at Weston Broncos? That was fun! I think you could be a fine rancher one day, if you can bear to stop killing people for a living. Sure. So. Läuft. Okay. Ich denke mal, das war's bei der Mission auch schon. Jetzt nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes erscheint. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, hier wird es tatsächlich irgendwie warm. Ich weiß nicht warum. Also, okay, zwar Rechner, aber. Well done, Mr. Zwar Rechner und eine Konsole sogar. Hey Bonnie, Amos was saying some horses been spotted somewhere outside of Armadillo. Let's go, Mr. Marston. We can really do with those horses. No rest for the wicked. Okay. Let's see if we can track down that other. Keine Pause. Weiterer Treffpunkt ist am Start. You never did tell me why you were never married. Aside from the snobbery, that is. You sure ask a lot. I'm just surprised, that's all. You must have been quite a catch. The fact that you're talking in the past says it all. No, that's not what I mean. You must have had some suitors, that's all I'm saying. Some, I suppose. Here and there. A ranch in the middle of Hennigan's Stead ain't really the place to find a husband. Amos, he's a little, well, you know, countryfied. Where'd you get your airs and graces, Miss McFarlane? From a couple of cheap governesses Pa hired to save us from being savages. I'd like to talk about more than just cattle and chickens sometimes, that's all. And after my brother left, it was up to me to become the man of the ranch. He'd never admit it, but my Pa's a lot frailer than he looks. You're worth two of any man I know, miss. I'll try to take that as a compliment. Ja, genau. So, wir sind gerade auf dem Weg nach Armadillo. In many ways, my wife is kind of like you, Miss McFarlane. Beziehungsweise zumindest in die Richtung. She's always been a woman in a man's world. You don't talk about her very much. There's my boys. Come on, Mr. Marston. Da sind meine Jungs. Ja, dann schauen wir doch mal nach den Jungs. Stehen hier am Rand. Und dort. Reite hinter die Herde. Let's drive them up the canyon, where it narrows. We'll trap them there. Okay. Noch sehe ich keine Herde. Aber wird bestimmt gleich kommen, insofern. Ja. Irgendwo hier. Ich bin gespannt. Es gibt auch Special-Pferde übrigens. Es gibt besondere Pferde in diesem Spiel. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie man die fängt, also wo man die findet, sagen wir es mal so, da, oh ja, da, okay. So, da sind die Pferde. Treibe die Pferdeherde in die Schlucht. Ich wollte gerade sagen, du auch bitte. Let's go. Easy. So, alle schön mitkommen. So ein bisschen von automatisch funktioniert das gefühlt schon, ne? Das sieht man. Aber... Ja! Ja, toll. Jetzt teilt euch doch nicht. Ich werde bekloppt. Nein! Oh mein Gott, nein! Ich muss hier erstmal wieder zusammentreiben. Ja, kommt da lang, genau. Irgendein
Pferd hat sich hier gerade verfangen. Wie schade. Jetzt rennt's hier lang. Ich werde. Nein. Da lang. Nein. Was tut ihr denn? Das ist ja furchtbar. Nein, Mietz. Böse Mietz. Ich hätte gerne, dass ihr da lang rennt. Jetzt rennt. Als ob die mich gerade trollen wollen hier um den Stein rum. So, jetzt hier. Nein, doch nicht in die... Nein, 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 nein. Warum tut ihr das? Lass das doch mal sein. Da sollst du lang. Komm, geh einfach da lang. Ja, geh da lang, geh da lang, geh da lang. So, jetzt habe ich eins erstmal ein bisschen weggetrieben. Jetzt muss ich gucken, dass ich die anderen noch bekomme. Die jetzt zumindest irgendwo auf dem Haufen sind. Aber jetzt hoffe... Oh, jetzt geht nicht wieder um den scheiß Hügel rum. Nein! Die trollen mich. Das ist übel. Alle bitte jetzt da lang. Oh, was soll das? Komm schon. Da lang. Ich werde bekloppt, ne? Also. Jetzt sind wieder zwei hier. Geht ihr bitte auch dort lang? Ich muss euch hier rumkriegen. Das wäre sehr nett von euch. Wenn ihr da jetzt mal mitziehen würdet. Ja, da lang, genau. Genau, genau. So, jetzt alle in die Richtung. Na, nein! Oh. Ich weiß jetzt schon, was meine Hassmissionen sind. Nämlich genau diese, wo man sowas machen muss. Die Waffe wollte ich jetzt natürlich nicht ziehen. So, jetzt haben wir sie, glaube ich, wieder on track. Nicht auseinanderlaufen, Jungs. Oh. Nein, 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 nein. Okay, es reicht. Let him get away. Fang den Hengst mit dem Lasso. Das werden wir mal machen. Er ist aber gut unterwegs, ne? Ist, glaube ich, ein gutes Pferd. Also tatsächlich dann, glaube ich, eines der ja schon mal besseren Pferde. Bleib stehen! Ich meine, das hatte ich damals auch länger. Das geht ziemlich ab. Ah, nicht da hängen bleiben. Ey! Hab ich dich? Ne, hab ich nicht. Hinterher! Da! Okay. Der T20 oder den Pferden, ja, scheinbar. So, da haben wir ihn. Stehen bleiben und wieder aufsteigen. So, der geht jetzt natürlich wahrscheinlich umso mehr ab. Der will sich nicht fangen lassen. Ja. Eieiei. Ja, der versucht es eine ganze Weile. Jetzt haben wir ihn. So, geht zu Bonnie. Mit dem Pferd einfach. Kann ich das andere mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Okay. Dann nehmen wir einfach das jetzt. So. Thanks for your help today, Mr. Marston. We got some fine horses. You know, why don't you keep that stallion as your own, as a thank you from all of us? Thank you, ma'am.
He's a fine animal. Zusammengetriebene Pferde plus 6, Ehre plus 150.